Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Star Wars Jedi Fallen Order Let's Play. Ja, Freunde, wir machen heute weiter im Jedi-Tempel, sind auf der Suche nach dem Kristall für unser Laserschwert. Wir haben ja eins bekommen, aber dort ist kein Kristall drin. Wir stehen kurz davor, ihn zu finden und genau das machen wir jetzt. Aber bevor es weitergeht, Leute, wir müssen uns erstmal jetzt festlegen, wie wir das mit dem Spiel machen. Und zwar habe ich einen Kommentar gesehen, den ich persönlich nicht schlecht fand, weil ich will für meinen Teil, dass das Spiel am besten dann erst endet, wenn der Kinofilm rauskommt. Und da hat einer eine coole Idee reingeschrieben. Ihr könnt später oder dann gleich mal hier oben abstimmen. Ich sag euch Bescheid. Also, einer hat geschrieben, mach bevor du das Game beendest noch 3 bis 4 Folgen, indem du einfach nochmal zu Planeten zurückgehst und alles dort auf 100% machst. Hab das Game schon durch und finde es viel sinnvoller, alles zu erkunden, bevor man das Spiel durch hat, weil einfach dann mehr Feeling da ist. Das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Das könnten wir dann so machen, zum Beispiel, wir haben ja, glaube ich, 4 oder 5 Planeten, glaube ich, sind das, ne? 4 oder 5 Planeten. Und da, wir haben sogar mehrere, 5 sagen wir mal. So, dann könnte man sagen, pro Folge, in Folge 1 nehmen wir uns den Planeten Bracca vor, dann Bogano, Zepho und versuchen dort alles auf 100% zu machen, bevor wir dann in den alles entscheidenden, in das alles entscheidende Ende geht oder keine Ahnung, was da passieren wird. Das ist die Sache. Wie machen wir das? Stimmt mal hier oben ab, ich habe euch mal ein paar Optionen da zur Verfügung gestellt. Klickt da einfach mal an, was euch sinnvoller ist. Oder ob wir einfach jeden Tag die Folgen weiterhin 30 Minuten machen sollen und dafür dann, keine Ahnung, dass das Spiel einfach enden soll. Ein paar Mal auch geschrieben, für die ist das egal, wenn das jetzt in 4 Tagen endet oder in 5 Tagen oder in 10 Tagen. Die wollen das lieber so früh es geht. Ja, wir gucken einfach mal. Stimmt ab, ich werde da mal gucken, was ihr so gesagt habt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall auch weiter an der Stelle. So, wir haben hier gespeichert. Ich werde die heutige Folge einfach 25 Minuten halten. Dann haben wir die Hälfte von 20 und 30 Minuten. Sind wir genau dazwischen. So, die Frage ist, warte mal, was war das denn? Untersuchen stand da doch gerade. Untersuchen. Wir sind ja vom, warte mal, von wo? Wir sind darüber gekommen, dann sind wir hier hochgesprungen, genau. So, schon wieder untersuchen. Jawohl. Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein, geht es nicht. Es ist schwer, hier zu sein. Okay, danke, wir haben dir hier gespeichert. Es gibt 2 verschiedene Wege. Einmal den, aber auf der Karte wird der links angezeigt. Wir gucken mal. Ich glaube, da ganz hinten müssen wir hin. Bin gespannt. Eieiei, was geht hier ab? Meint der? Hä, da können wir doch gar nicht rüber, oder? Ne, okay. Ich wollte nur mal austesten. Okay, dann gibt es ja noch quasi diesen einen Weg hier. Boah, sieht schon böse aus hier, ne? Sieht schon geil aus. Also ist natürlich Jedi-Tempel, aber ihr seht ja, die haben ein Lichtschwert in der Hand. Aber es ist trotzdem angsteinflößend, oder? Angsteinflößend, alles klar. Was sind sie? Wir haben die uns gefunden. Oh mein Gott. Ja, super. Was soll ich machen gegen den? Bruder, ich habe kein Laserschwert. Ja, super. Hey. Ich weiß nicht, wie ich den zerstören soll. Ich muss hier weg. Die haben uns einfach gefunden. Ich komme nicht drauf klar. Warte, welchen Weg? Verfolgt, das Ding verfolgt mich sogar noch. Hau ab. Oh oh. Können wir da hoch? Da muss es doch irgendwie hochgehen, wenn wir jetzt so schwingen. Nein. Okay, also da ging es gerade noch nicht hoch. Ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt gerade lang rennen. So, jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Hoch oder runter? Komm runter, Peter! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, jetzt kommen wir aber dahin, wo wir hinkommen wollten. Auch wenn es gar nicht so auf der Karte angegeben war. So. Vielleicht finden wir jetzt den Kristall. Ja, ich glaube, da ist er, oder? Ist das einfach nur ein Echo? Das weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, okay. Echo wahrnehmen. Mal gucken, was jetzt passieren wird, Alter. Let's go. Oh! Wo sahst du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Verschwundener Jüngling. Okay. Will ich mir mal angucken. Überreste eines Lagers. Ein Jedi-Meister war wegen eines in den Höhlen verschwundenen Jünglings besorgt. Okay. Also geht es dann tatsächlich hier weiter. Oh nein, oha. Ich muss hier weg, Bruder. Ich muss hier weg. Was soll ich machen?
Bruder! Wo geht's hier weiter? Da ist eine Kiste. Lass mich öffnen! Ich kann die nicht öffnen! Okay, okay. Ich kann nichts machen gegen die, Digga. Ich kann nicht mal zurückschießen, gar nichts. Krank, ne? Wie machtlos er einfach ist ohne das Laserschwert. Die brauchen einfach unser Laserschwert. Ja, super. Was soll ich denn hier machen? Ah, okay, jetzt. Boah, sieht schon böse aus hier, ey. Ah, guck mal, wie ich es gewusst habe. Wir müssen tatsächlich hier lang. Gerade ging es ja nicht, da sind wir ja runtergefallen. Aber es geht hier wirklich weiter. Oh, Mann. Okay. Oh, die Musik so richtig, ja, gleich wird was Krasses kommen. Boah, ist das geil, ey. Das Spiel darf eigentlich nicht zu Ende gehen, Leute. Ne? Ihr wollt doch alle von mir, dass ich das neue Star Wars Spiel zocke. Ich glaub, das ist der. Ich sehe sein Licht. Wir sind gleich da, Leute. Ha, guck mal, er ist die ganze Zeit dahin fixiert automatisch, ne? Aber es gibt hier noch... Oh mein Gott, nein. Nein, ich bin wieder komplett runtergefallen. Also ich... Oh Gott. Hier waren wir ja schon. Na super. Okay, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, da sind wir wieder. Da oben müssen wir hin. Boah, ich bin eigentlich gespannt. Hier können wir leider nicht durch, ne? Hier geht's nur rein mit dem Laserschwert. Aber da ist auch ein Punkt zum Meditieren. Oh, wie schön blau das hier leuchtet, ne? Das ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Wer kennt das noch aus dem Film John Rambo? Okay. Wir müssen bestimmt uns hier wieder einen Unterwasserweg ausüben. Aha. Und da haben wir noch eine Kiste. Ihr habt mir in der letzten Folge geschrieben, ich habe da ein, zwei Kisten übersehen gehabt. Ja. Schade, nicht alle gefunden. Aber ich hätte schon Bock, wirklich die Planeten alle auf 100% zu machen. Lichtschwertschalter erhalten, Macht und Kontrolle. Und Freunde, macht wieder die 10.000 Likes voll, Alter. Gestern haben wir nur die 4.000 geschafft. Was ist denn da los? Ihr lässt nach und nach. So will ich das nicht sehen. Support, Support, Support. Okay. Ich hätte auch so Bock, wieder gemeinsam mit euch Star Wars Episode 3 zu zocken, ne? Den Film gibt es ja als Spiel. So geil, Alter. Das war damals... Das müssen wir echt machen. Alle alten Star Wars Teile wieder zocken hier. Ich hätte so Bock drauf. Force Unleashed, Episode 3. Also drei Star Wars Spiele hätte ich auf jeden Fall zu 100% Bock. Force Unleashed 1 und 2 und Episode 3. Okay. Wir können da auf jeden Fall hochklettern. Aber ich habe das Gefühl... Dass irgendwas hier noch unter Wasser ist. Nee. Okay. Gut, dann haben wir alles. Und wir können jetzt hier die Wand hochklettern. Dann sind wir auch schon direkt da, glaube ich sogar. Jawohl. Unser neuer Lichtschwertkristall. Mal gucken, vielleicht hat der ja eine neue Farbe. Das wäre nice, Alter. Oder gibt es hier in dem Spiel nur blau und grün? Hier durch. Okay. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Okay, jetzt bin ich gespannt. Aber irgendeine Falle wird auf uns noch warten, bestimmt, oder? Was meint ihr? Wir wurden ja schon entdeckt. Bruder, was ist das für ein Weg hier, ey? Ich hasse solche engen Wege, ne? Ich habe auch ein bisschen Platzangst, echt. Oh, oh. Oh mein Gott. Bitte, komm bloß nicht näher. Bitte, ja. Oh, oh, verfolgt mich irgendwas? Oh mein Gott, ein Riesenfisch. Ey, Bruder, stell dir vor, jetzt wird da so ein riesen Krokodil kommen, Digga. Ich würde kaputt gehen, ey. Extra aus Provokanz nochmal zurückschwimmen. Oha, er stirbt. Okay, Bruder, er stirbt, jawohl. Das ist nicht gut. Schnell, yalla, yalla. Also, vielleicht friert der ein, ich weiß es nicht, aber guckt euch das mal an. Seht ihr das? Alle ganze Bildschirm wird auf einmal so vereist. Hoch. Hoch! Oha. Ich kann nicht mehr hoch. Vielleicht gibt es jetzt wieder einen Rückblick, ich weiß es nicht, aber es sollte 100% so passieren. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Vertrauen.
krank gerade, ne? Boah, die Musik! Oh mein Gott, diese Musik, Digga, guck dich mal die Grafik an! Heilige Scheiße! Meine Arme sind ja fast am Erfrieren, ey! Ich glaube, da ist der Kristall, seht ihr ihn? Krank ist er das? Das scheint blau zu sein, ne? Ja. Oh mein Gott. Hoffentlich träumt er das nur, ich weiß es nicht. Aber... es ist vorbei. Ach du Scheiße. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Voll süß, die zwei, ne? Ich feier das auch nochmal. Süß ist unser kleines Haustier, ne? Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Wir sind schon lange vertraut mit dem Kleinen. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Also Musik, Digga, Alter. Ich kann nicht direkt wieder losheulen, Alter. Leb wohl. Krass. Alter Freund. Musik, Alter. Deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Dieses Spiel, Alter, das fesselt mich so sehr, ne? Das ist unglaublich. Mein Freund, in seiner letzten Botschaft erwähnte Meister Cordova eine enge Verbindung zu seinem treuen Droidengefährten BD1. Auf ihren zahllosen Abenteuern waren sie eng vertraut, da BD1 Cordovas Reise und wichtige Informationen gespeichert hatte. Als sich ihre Wege trennten, erklärte sich BD1 bereit, seine Speicherbänke mit diesen Daten zu verschlüsseln, ehe er sich auf eine wichtige Mission begab. Okay. So, Freunde, es geht hier weiter. Boah.
Oh mein Gott, Digga, ich dachte schon, da liegt gerade R2-D2, ich weiß. Das sah von weitem so aus. Aber das echt schon, nehmen wir mal wahr. Bedenke, Padawan. Du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich. Ja. Kristallfund. Ein von einem Jüngling entdeckter, aber seltsamerweise zurückgelassener Kristall. Okay. So. Ah, guck mal, was wir hier haben. Interagieren. Okay, was soll man wetten? War hier dieser Speicherpunkt auf der anderen Seite? Nee. Nee, okay. Aber wir müssen hier... Jetzt bin ich mal gespannt. Bewegen, um Farbe zu... Oha. Oh mein... Bitte rot. Oh mein Gott. Lila, Alter, wie Meister Windu. Oder Gold, Bruder, goldenes Lichtschwert. Ey, was machen wir, Freunde, Mann? Ey, ist gerade echt schwer, ne? Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Pink auf keinen Fall, das auch nicht. Ich bin eher für Blau oder für Gold. Komm, wir machen einfach mal Gold, Digga, komm. Gold. Boah, ey, wenn da jetzt Rot gewesen wäre, ne? Aber das wär zu behindert. Das würde gar keinen Sinn ergeben mit Rot. Können wir das danach gar nicht mehr ändern? Das würde ich mal gerne wissen. Eigentlich müsste man das ja im Schiff noch machen können. Ich weiß, ein paar von euch hätten bestimmt auch Lila genommen. Boah, sieht schon sexy aus, ne, das Licht, ja? Lichtschwert, Kells Lichtschwert teilt sich, um während eine Matchangriffe zu ermöglichen. Was? Wiederhergestellt. Zea schenkte Kell ihren Lichtschwertgriff, obwohl sie ihren Kyberkristall schon vor langer Zeit verkauft hatte, um Grease Schulden zu begleichen. Im Inneren der Höhlen folgte Kell dem Ruf seines Kristalls durch einen Riss in einer Wand aus Eis. Als das Eis unter Kell und BD barst, stürzte Kell in eiskaltes Wasser. BD konnte Kell zwar in letzter Sekunde retten, aber der Kristall zerbrach in zwei Teile. Diese löste ein Protokoll von Cordova aus, laut dem BD seine Erinnerung geopfert hatte, um für Kells Reise wichtige Informationen zu speichern. Kell kombinierte die Griffe von Zer und Jared zu einem Lichtschwert mit Einzel-, Doppel- und teilbarer Klinge. Oh mein Gott! Boah! Boah, wie krank ist das denn, Alter? Alter! Bruder, das ist ja mal übertrieben krank. Lichtschwert anpassen. Können wir das hier noch anpassen, oder was? Okay. Ja, oh mein Gott, wir können jetzt hier sogar alle Farben auswählen. Wie geil ist das denn? Also Gold fand ich ehrlich gesagt, beziehungsweise Gelb nicht so geil. Ich finde, das sieht doch bestimmt heftig aus. Cyan. So, Cyan. Cyan. Oh, wir haben ja voll viele neue Aufsätze, Bruder. Was geht hier ab? Das ist auch neu. Okay. Das sieht geil aus, Alter. Schalter. Nehmen wir mal neue. Oder? Warte mal. Das sieht auch sexy aus. Nehmen wir mal das hier. Hülse. Okay, das sieht zugleich aus so. Es muss schon ein bisschen Abwechslung sein. Wie krank ist das bitte? Das sieht auch heftig aus. Sender. Ah, krank. Jetzt können wir die andere Hälfte machen. Lol. Die können wir einfach anders machen. Wie geil ist das denn? Einfach komplett. Ich will das aber... Oh, das ist gesperrt auf der Seite. Krass. Okay, müssen wir irgendwas nehmen, was trotzdem so ähnlich aussieht. Oder so vielleicht.
Das wäre auch was, so, Alter. Mal komplett anders. Boah, Bruder, was gibt's denn hier für neue Materialien? Warte mal. Einfach rot, Bruder. Oh mein Gott, Digga. Rotes Lichtschwert. Das ist zwar nicht das, der Laser, der rot ist. Boah, das sieht auch krank aus. Bruder, aus Prinzip muss ich einfach rot nehmen. Es tut mir leid, ich muss einfach rot nehmen. Bruder, guckt euch das jetzt mal an. Boah. Die Farbe sieht ja mal auch sexy aus, ne? Oder? Ich will jetzt einmal... Wollen wir einmal noch lila gucken, Alter? Wie Meister Windu es hatte damals. Ey, schade, dass es echt nicht rot gibt, ne? Aber das wäre auch behindert, wenn es rot gibt. Ich glaube, das Violett, ne? Violett oder Indigo? Violett müsste das gewesen sein. Okay, gucken wir uns das jetzt mal an. Boah, das sieht schon... Oh, das sieht aber schon geil aus. Okay, wir lassen das so, weil das sieht am ehesten rot aus. Ohne Scheiß. Ja, auch wenn es lila ist, aber es sieht trotzdem ein bisschen nach rot aus. Mir ist scheißegal. Wir gucken alle Farben durch. Mir ist scheißegal jetzt, Alter. Wir gucken die Farben durch. Ich schwör's euch. Wir gucken jetzt nochmal Magenta durch. Wenn das jetzt zu pink aus, vielleicht sieht das ja auch rot aus. Magenta. Bruder, das sieht aus, als ob ich so Telekom-Lichtschwert hab. Lass mal gucken. Nee, das sieht... Ohne Witz, das sieht zu weiblich aus, oder? Seid mal ehrlich, Leute. Wir gucken jetzt noch die letzte Farbe. Indigo. Gucken wir uns das mal an. Aber ich würde sagen, lila wäre auch mal was Geiles, oder? Ja, das ist mehr Meister Windu, okay. Das ist Meister Windu. Die Farbe. Nee, Mann, aber wir nehmen die andere, weil die hatte einen leichten Touch von Rot, okay? Und zwar das Violett. Ist zwar Violett, aber ich weiß nicht, ob es nur in der Höhle so aussieht oder ob es gerade nur bei mir im Bildschirm so aussieht. Aber das sieht schon geil aus, oder? Nehmen wir das so. Passt, Leute, passt. Okay, weiter geht's. Das ist so krank mit diesen Doppellichtschwertern, ne? Guck mal jetzt hier. Bruder, sieht das krank aus. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Und ja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine Pause und machen morgen bei der nächsten Folge weiter. 25 Minuten habe ich ja heute gesagt. Und wir werden auf jeden Fall... gucken, wie wir dann weitermachen. Denkt dran, abzustimmen. Ich habe euch ein paar Optionen gelassen, ob wir das wirklich so machen sollen. Ich persönlich fände es auch geil, wenn wir, bevor das große Finale anfängt, jeden Planeten auf 100% machen. Ich weiß, ihr wolltet das eventuell im Livestream sehen. Vielleicht ist es auch besser im Livestream, deshalb entscheidet ihr. Ich werde das hier auswählen, auch die abstimmen, zum Abstimmen lassen. Hier oben einfach mal klicken, irgendwo müsste da was stehen oder am Anfang des Videos. Ob wir das im Livestream machen sollen oder ob wir das hier in 3 bis 4 Folgen im Video machen sollen. Guck mal einfach mal. Auf jeden Fall, der Film kommt am 19. oder 20. raus. Und damit würde ich sagen, ich bin raus. Boah, Junge, sieht das krank aus, Alter. Hör mal auf. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.